Der Reisebüro ist mit mehr als 500 Filialen bundesweit quasi von Sylt bis zum Bodensee komplett vertreten. Wir sind als Eigenvertrieb ein ganz wichtiger Baustein innerhalb der Vielfalt der Touristik Group, welche jährlich mehr als 7 Millionen Menschen an ihre Traumziele weltweit bringt. Unsere Kunden erwarten natürlich auf der einen Seite eine fachlich kompetente Beratung im stationären Reisebüro. Auf der anderen Seite steht für den Kunden natürlich im Vordergrund eine sichere, schnelle Buchungsabwicklung. Wir als IT-Team haben normalerweise die Hauptaufgabe, die virtuelle Umgebung am Laufen zu halten und die Ausfallsicherheit auch zu gewährleisten. Neulich hatten wir eine ganz harte Nuss zu knacken, da mussten wir unser Kreditkartenhandling komplett umstellen, da es nicht mehr PCI-konform war. Bei PCI-DSS geht es um Kreditkartensicherheit, also die sichere Abwicklung und Transfer von Kreditkarteninformationen an die Abrechnungsfirma. Was uns aus dem Serverumfeld wohlauf bekannt war, hat uns ehrlich gesagt im Desktop-Umfeld, also an den Arbeitsplätzen in den Reisebüros, doch ein ganzes Stück auch überrumpelt. Als ich davon erfahren habe, da war ich erst seit ein paar Tagen im Unternehmen und ich habe zwar mit kaltem Wasser gerechnet, aber dass das Wasser dann doch so kalt wurde, damit habe ich nicht gerechnet. Die größte Herausforderung bei dem ganzen PCI-DSS-Projekt war sicherlich die Challenge gegen die Zeit. Das heißt, die eigentliche Projektumsetzungszeit aus technischer Sicht beschränkte sich auf knapp 3 Monate. Und als wäre das noch nicht genug, fielen diese 3 Monate Umsetzungszeit ausgerechnet in die Vorweihnachtszeit, den Beginn unserer Hauptbuchungszeit, in der wir normalerweise gar keine Systeme anfassen oder ein System Freeze aussprechen. Da musste ich erst mal schlucken. Die Folgen einer fehlenden PCI-Zertifizierung bis zum Stichtag wären durchaus fatal gewesen. Es hätte bedeutet, dass wir als Reisebüro keine Flugtickets mehr auf Kreditkartenzahlungen ausstellen dürfen. Und nun stellen Sie sich mal ein Reisebüro ohne Flugticketverkauf vor. Das wäre wie ein Auto ohne Reifen. Normalerweise hätten wir ins Rechenzentrum fahren müssen, wir hätten diverse neue Switche und Firewalls einbauen müssen. Und dann kam VMware auf uns zu, hat uns die NSX vorgeschlagen und hat gesagt, die macht genau das, was wir brauchen. Die VMware NSX-Lösung in Kombination mit dem vRealize Network, liebevoll auch Wernie genannt. Der Wernie läuft einfach eine Zeit lang mit, analysiert ihr Netzwerk und bereitet entsprechende Regelwerke bereits vor. Wir setzen ja die Mikrosegmentierung von VMware NSX ein. Das heißt, wir installieren eine Ost-West-Firewall virtuell und da können wir dadurch das komplette virtuelle Netzwerk steuern, kontrollieren und auch die einzelnen virtuellen Maschinen untereinander abgrenzen, sodass auch die Kreditkartendaten wirklich unverfälscht weitergegeben werden können. Hauptvorteile durch den Einsatz von NSX als Lösung für die Segmentierung ist sicherlich der Zeitvorteil. Dadurch konnten wir das Projekt nicht nur deutlich schneller umsetzen, sondern vor allem auch mit der bestehenden Teamgröße von nur 3 Administratoren in der Hauptbuchungszeit ohne Downtime umsetzen. Downtime bedeutet im Reisebüro Umsatzeinbußen. Als Projektteam freut es uns natürlich besonders, dass wir technisch betrachtet keine Störung in der Hauptbuchungszeit im Weihnachtsgeschäft zu verantworten hatten. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass wir uns auf die Produkte von VMware verlassen können und VMware ein verlässlicher Partner ist.